Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. DJI hat einen neuen Multikoppler herausgebracht, den Spark. Und ich sag's gleich vorweg, ich habe hier heute leider keinen Spark für euch. Dennoch möchte ich euch so ein bisschen was über den Koppler erzählen, so eine kurze Einschätzung euch mitgeben, denn der ein oder andere, der wird sich ja sicherlich fragen, was ist von dem Koppler zu halten? Soll ich mir den bestellen? Ist der was für mich? Für wen ist der gedacht? Und deswegen erzähle ich euch so ein bisschen was, zumindest das, was man so erzählen kann, so eine kleine Beurteilung der technischen Daten und natürlich auch von dem, was ich so gesehen habe bei der Präsentation, bei der Live-Präsentation im Netz. Es gab ja ein Event in New York, wo der Kopter vorgestellt wurde. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe direkt am Anfang des Events, als der Kopter im Shop verfügbar war, den auch direkt in den Warenkorb getan, um den so schnell wie möglich zu bestellen. Aber da noch so keine richtigen technischen Daten zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht waren, habe ich mal noch gewartet und habe mir die Präsentation weiter angeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich dann von dem Spark so erfahren habe, umso mehr bin ich auch ins Grübeln gekommen und ich habe mich dann schließlich und endlich dazu entschieden, ihn nicht zu bestellen. Ja, warum? Fangen wir vielleicht damit an, was ist der Spark überhaupt? Der Spark ist eine kleine, kompakte Drohne. Eine Selfie-Drohne, das ist ein neues Marktsegment, ja, was so vor einem Jahr ungefähr entstanden ist. Und nun hat auch DJI einen Kopter in diesem Marktsegment platziert. Das sind Kopter, die liegen preislich so um die 500 Euro. Bei DJI sind wir hier bei 600 bzw. 800 Euro. Es gibt zwei Versionen des Spark. Und das sind im Prinzip, ja, ich sag mal, verlängerte Selfie-Sticks. Also das sind Drohnen, die einem die Möglichkeit bieten, Luftbilder zu machen, ohne dass man jetzt einen allzu großen Qualitätsanspruch hat. Und so ist es auch beim Spark, was die Qualität der Kameraleistung und so weiter angeht. Da kann man hier nicht allzu viel erwarten, aber dazu kommen wir gleich. Ja, vielleicht vorab, es gibt wie gesagt zwei Versionen des Spark. Es gibt eine Version für 600 Euro, da erhält man nur den Kopter und gesteuert wird er dann per Smartphone, so ähnlich wie man das hier vom Wi-Fi-Modus des Mavic auch kennt. Und dann gibt es noch ein Kombo-Paket, da ist noch so ein bisschen Zubehör mit dabei und auch eine Fernsteuerung, die ist so ähnlich wie die Fernsteuerung des Mavic, nur ohne Display und vermutlich auch mit einer etwas anderen Funktechnik. Und dieses Paket kostet dann 800 Euro. Ja, zum Kopter selber. Man findet am Kopter eine ganze Menge Sachen, die man so von DJI her kennt. Es gibt eine einfache Kollisionserkennung. Es gibt das Vision Positioning System, das den Kopter auch bei schlechtem GPS-Empfang in Bodennähe gut in Position hält. Was das GPS angeht, hier ist GPS und GLONASS verbaut. Es gibt einen einfachen Zwei-Wege-Gimbal. Es gibt eine Kamera, die mit dabei ist. Flugakku mit dabei, also alles, was man so braucht, um direkt loslegen zu können. Was den Kopter angeht, da gibt es also von der grundsätzlichen Ausstattung her erstmal nichts zu meckern. Es gibt aber zwei Sachen, die man sicherlich ansprechen muss. Das eine ist die Flugzeit und das andere das Gewicht. Die Flugzeit der Spark, die liegt bei 16 Minuten. Und der ein oder andere, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich in meiner Serie über die GoPro Karma Drohne doch ziemlich geschimpft habe über die schlechte Flugzeit, die ebenfalls nur bei 16 Minuten lag. Und hier waren das reale 16 Minuten. Bei DJI sind das die offiziellen Flugzeiten. Das heißt, vermutlich wird da noch so ein bis zwei Minuten runtergehen, sodass wir am Ende bei 14 Minuten realer Flugzeit sein werden. Und das ist natürlich recht wenig. Nun gut, kann man sagen, bei so einem kleinen Kopter, der nur eine verlängerte Selfie-Drohne im Prinzip ist, da ist das nicht ganz so schlimm. Da macht man ja keine 20 Minuten Hollywood-Aufnahmen. Aber man muss immer dran denken, dass man natürlich die Airtime sich erkaufen muss, die Flugzeit sich erkaufen muss. Wer so eine Stunde in der Luft bleiben will, der braucht drei zusätzliche Akkus und auch die kosten natürlich Geld. Ja, die zweite Sache beim Kopter selber ist das Gewicht. Das liegt bei 300 Gramm. Hier hatten einige spekuliert, dass der Spark vielleicht unter der 250 Gramm Marke bleiben würde, was ja für die deutsche Rechtsprechung sehr, sehr wichtig gewesen wäre, da man dann FPV-Flüge ohne Spotter machen kann zum Beispiel und auch was die Reichweite angeht, andere Möglichkeiten gehabt hätte. Das ist hier nicht der Fall. 300 Gramm wiegt der Spark, sodass das also flach fällt. Es gibt das Gerücht,
im Netz, dass vielleicht noch ein zweiter Akku kommen soll, der dann ein bisschen weniger wiegt und dass man dann vielleicht unter 250 Gramm kommt. Ich persönlich glaube das nicht, weil 50 Gramm, also ein Sechstel nochmal wegnehmen, da müsste man schon einiges vom Akku wegnehmen. Und das würde natürlich auch weiter auf die Flugzeit gehen, sodass man dann vermutlich nur noch 8 bis 10 Minuten Flugzeit hätte. Würde also vermutlich wenig Sinn machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hatte ich schon ein bisschen gesagt, es ist eine einfache Kollisionserkennung dabei, es ist das Vision Positioning System dabei, es ist ein Gimbal dabei und es ist eine Kamera dabei. Und wie bei vielen Selfie-Drohnen üblich, ist die natürlich nicht so wunderbar, diese Kamera. Also kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Phantom 4 Pro. Es ist ein 1/2 Zoll Sensor drin, eine 12-Megapixel-Kamera, also vergleichbar mit dem, was man so von Smartphones her kennt, von der Qualität her ungefähr. Aber es gibt hier zwei Sachen, die ja, eher störend sind. Das eine ist allen voran die Videoauflösung. Die liegt bei 1080p mit 30 FPS. Und das war's dann. Mehr Videomodi gibt es nicht. Es ist hier kein 4K dabei, es ist kein 2,7K dabei, es ist noch nicht mal 720p dabei. Es gibt also nur diese eine Auflösung, 1080p, und das auch nur mit 30 FPS, was schon ein bisschen problematisch ist für all diejenigen, die noch anderes Videomaterial in PAL-Standard aufnehmen, also mit 25 oder 50 Bildern pro Sekunde. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist doch sehr enttäuschend, dass hier die Kamera nur so wenige Modi bietet, beziehungsweise eigentlich nur einen Modus bietet. Wenn man sich so ein bisschen umschaut bei den Selfie-Drohnen, zum Beispiel den ZeroTech Dobby, der kann 4K, oder auch der Unique Breeze kann ebenfalls 4K, dann ist das doch eher schwach, sehr schwach, auch im Vergleich zur Konkurrenz. Auch wenn die Konkurrenz zum Beispiel keinen Gimbal hat und keine Kollisionserkennung hat, aber das sind alles Sachen, die sind schön nice to have. Es nützt einem nur alles nichts, wenn man nur 1080p mit 30 FPS als Videobild hat. Hinzu kommt, dass auch die Qualität natürlich nicht so wunderbar ist. Ich hatte es ja schon angesprochen, die ist bei solchen Selfie-Drohnen in der Regel eher mittelmäßig, und so ist das hier auch. Wir haben hier eine Video-Bitrate von nur 24 Mbit. Auch das ist natürlich im Vergleich zum Phantom 3 Professional mit 60 Mbit zum Beispiel oder zum Phantom 4 Pro mit 100 Mbit ist das eher schwach. Ähnlich sieht es bei den Fotos aus. Hier gibt es zwar das ganze Programm wie Burst-Foto, wie Belichtungsserien, wie Intervallaufnahmen und sowas, aber es wird nur 12 Megapixel unterstützt und es wird nur JPEG als Format unterstützt. Das heißt also keine RAW-Fotos. Für Fotografen ist daher der Spark doch eher uninteressant, denn die JPEG-Fotos sind natürlich stark komprimiert und auch fertig entwickelt, sodass man hier keine Möglichkeit hat, mehr selber was zu machen. Ja, dann kommen wir zur Fernsteuerung. Dazu hatte ich ja auch schon was gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal Smartphone und einmal mit dem Combo-Pack gibt es eben hier so eine einfachere Mavic-Fernsteuerung. Im Prinzip nicht schlecht, aber man muss dazu sagen, die Reichweiten sind doch extrem schlecht. Bei der Fernsteuerung mit dem Smartphone ist es so, dass wir eine Reichweite haben von maximal 100 Metern. Das immer bei guten Bedingungen, also freie Sicht auf den Kopter ohne Hindernisse und nicht allzu viel, ja, ich sag mal, Funk in diesem Band, im 2,4 GHz Band oder 5,8 GHz Band. Dann hat man eine Reichweite von knapp 100 Meter maximal, vermutlich eher ein bisschen weniger. Und mit der Fernsteuerung sieht es so aus, dass wir im CE-Modus, das ist der in Europa gültige Modus, eine Reichweite haben von nur 500 Meter. Im Vergleich zum Mavic, da sind es 4 Kilometer. Nun wird der ein oder andere sagen, ja, mein Gott, mit so einer kleinen Drohne, da fliegt man ja eh nicht so weit und das ist nicht so wichtig. Aber es ist halt immer, man muss immer bedenken, die Reichweite, die sagt doch etwas über die Verbindungsqualität aus. Und da ist die Verbindungsqualität des Mavic 4 Kilometer zu 500 Meter achtmal besser. Und dieses achtmal besser, das betrifft natürlich auch den Nahbereich. Also wenn man zum Beispiel in 50 Meter Entfernung unterwegs ist, dann ist das beim Spark 50 Meter Entfernung. Das ist dann so viel wie beim Mavic in 400 Meter Entfernung. Und im Forum, da gibt es schon den einen oder anderen, der auch mit dem Mavic ab dieser Entfernung schon Probleme hat mit dem Bildempfang. In der Regel, weil er was falsch macht oder weil er in einer ungünstigen Umgebung fliegt. Aber auch bei solch geringen Reichweiten kann natürlich
natürlich dann eine eher schlechte Verbindung zum Kopter zum Problem werden. Ja, von daher, das also überzeugt mich persönlich nicht so ganz. Da hätte ich mir erhofft, dass es hier so die DJI-übliche Qualität gibt. Ja, ansonsten kann man im Prinzip... habe ich ja schon fast alles gesagt, was es gibt. Ist es ein schönes Gesamtpaket? Es gibt ihn in verschiedenen Farben noch. Das ist auch so eine Sache natürlich, die ganz interessant ist für den einen oder anderen, der jetzt sagt, ich möchte mal weg von dem Standardgrau oder Standardweiß. Da hat man hier die Möglichkeit, noch so ein bisschen was zu machen. Insgesamt bietet der Spark viele interessante Features in einem kleinen, kompakten Paket. Aber, und das ist das große Aber, man muss sehr, sehr viele Kompromisse eingehen beim Spark. Und meiner Meinung nach sind das zu viele Kompromisse. Wenn man sich die Konkurrenz im Bereich der Selfie-Drohnen anschaut, der ZeroTech Dobby oder auch der Unique Breeze, beide sind von letztem Jahr, sind also ungefähr ein Jahr älter, dann muss man sagen, ist da die Kameraleistung doch um einiges besser. Man bekommt mehr Modi, man hat mehr Möglichkeiten. Zwar ist das Gesamtpaket bei beiden nicht so gut, aber dafür kosten die auch deutlich weniger. Sowohl der Unique Breeze als auch zum Beispiel der ZeroTech Dobby, die sind für so um die 350 Euro schon zu haben. Und das ist mal eben halb so viel wie der DJI Spark. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das passt nicht so ganz ins Bild. Denn wer auf den Preis schaut, der wird vermutlich einfach sagen, okay, ich greife zu einer etwas kleineren Drohne, die vielleicht jetzt nicht so einen tollen Gimbal hat und nicht so ein renommierter Anbieter ist. Aber insgesamt bekommt man eben da auch die Möglichkeit, mal eben schnell ein qualitativ mittelmäßiges Selfie-Video oder ein Selfie-Foto zu machen und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Ja, für wen ist der DJI Spark jetzt was? Man muss abwarten. Also es ist natürlich so, insgesamt finde ich das Paket wenig reizvoll im Moment, vor allen Dingen zu dem Preis. Und es kommen ja noch mehr Kosten hinzu. Wer zum Beispiel sagt, ich möchte den mit der DJI-Brille fliegen, mit der DJI-Goggle, die ja auch 550 Euro kostet, und dann mit Fernsteuerung und dann noch ein paar Zusatzakkus, dann ist man preislich schnell in einem Bereich um die 1.300, 1.400 Euro. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn man so viel Geld investiert, dann lohnt sich das im Prinzip nicht, auf so viele Kompromisse einzugehen. Und so eine richtige Killerfunktion hat der Spark im Prinzip auch nicht. Er ist zwar klein, aber wenn man zum Beispiel den DJI Mavic zusammenklappt, dann ist der in zusammengeklapptem Zustand kleiner als der Spark, und die Fernsteuerung ist ja von der Größe her identisch, sodass man hier ein transportableres Paket bekommt mit deutlich mehr Leistung. Ja, so viel zum Spark von mir. Wie gesagt, ich habe ihn mir jetzt nicht bestellt. Ich glaube auch nicht, dass ich das noch machen werde, weil für mich einfach zu viele Kompromisse da eingegangen werden müssen. Aber ihr könnt mir natürlich gerne auch mal eure Meinung zum Spark hier unten reinschreiben. Ich verlinke euch den Spark natürlich, falls ihr doch Interesse habt, findet ihr unter dem Film einen Link. Ja, und ich würde mich freuen über Kommentare. Natürlich auch einen Daumen nach oben dalassen, auch wenn ich vielleicht euch hier leider heute keinen Spark selbst zeigen konnte. Ja, falls ihr Fragen haben solltet noch zum Spark, schaut auf jeden Fall im Forum vorbei. Dort wird schon fleißig über den Spark diskutiert. Auch das verlinke ich euch natürlich hier unter dem Film. Zum Abschluss von mir, wie immer, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.